Hallo und schönen guten Morgen und ein ganz besonderes Hallo geht raus an den Richie von Richie's Knife oder Tools for Gents, wie man es haben möchte. Richie, du wolltest ja unser eines Messer sehen, das wir mitnehmen würden, wenn es denn soweit wäre, und ein Backup. Und dann zeige ich dir zuerst mal mein Messer, auf das ich mich immer verlassen würde, und das ist mein Dulo Bushcraft. Hier die Scheide ist eine echte Bushcraft-Scheide mit Firesteel, mit allem drum und dran. Kann man am Gürtel tragen oder horizontal am Gürtel. Und hier ist nun das Messer. Das Leibnerstahl. Da ist wieder was los draußen. Ich habe mir das umschleifen lassen, weil mir der Anschliff zu brachial war. Zwar beim Holzspalten ideal, aber bei normalen Schneidaufgaben ist dieser Anschliff bei weitem besser. Wie gesagt, Sleipnerstahl, ausreichend dick, knapp, etwas über 3 mm und Rasiermesser scharf, hat Mikata-Griffschalen. Ich habe hier noch ein Lanyard dran, um es in die Hand zu nehmen, sodass man mit dem Teil auch ganz anständig hacken kann. Und mein Backup, da werden sich einige wundern, das ist das Bark Beetle von Böger Plus. Ich habe da auch die Schneide geändert, das ist auch scharf wie die Hölle jetzt. Und es hat einen Mikata-Griff, man sieht, der ist schon recht nachgedunkelt, gebraucht. Und aber jetzt genug der Worte. Jetzt gehen wir mal ans Holz und werden da mal ein bisschen batonen und versuchen, ein Feuer damit anzumachen. So, jetzt gibt es ein kurzes Break. Ich gehe da mal runter und dann melde ich mich wieder. So, Richie, ich bin jetzt mal runter und jetzt wollen wir da mal gucken, dass wir da was Anständiges produzieren. Ich habe hier auch ein Stück Holz, das wollen wir mal zerdeppern. Da brauche ich natürlich noch einen Klöppel. Jetzt bin ich noch einmal in der Kamera, das werden wir gleich sehen. Geht es noch nicht. So, ich habe das jetzt mal gespaltet. Muss mal ein bisschen höher gehen mit der Kamera. So ist es vielleicht besser. So, dann wollen wir doch mal ein paar Locken machen. Funktioniert super. Jetzt darf auch noch das Backup ran.
herrliche Löckchen. Und dann wollen wir jetzt mal den Feuerstahl ausprobieren. Wo habe ich die Scheite hingelegt mit dem Feuerstahl? Nun denn. Feuer brennt. Jo, Richie. Das wäre jetzt meine VA für dich. Ich hoffe, sie gefällt. Dulu Bushcraft und Böger Bark Beetle, meine Messer für das Endzeit-Szenario. Bis denne, ich hoffe, sie gefällt. Tschüss.